Was man findet, darf man behalten. Das ist die Regel. Also hättest du die auch behalten können. Ach, das ist jetzt wieder hier, okay. Ich weiß, dass ihr Willst du mich? Ich meinte nur, dass eure Spezies ziemlich stark... Oh, meine Haut sondert ein ätzendes Sekret ab. Und der letzte, dem ich ins Gesicht gespuckt habe... Und? Ich weiß nicht. Aha. Willst du Blumen? Hier. Oh, Schätzchen, wie... Aber ernsthaft, weißt du nicht, dass ich allergisch auf Blumen... Worauf bist du denn nicht allergisch? Auf dich. Laura? Da geht was. Springen will sie bestimmt auch nicht mit Nudelholz. Was ist das? Das? Ach was. Das funzt. Und das findet die geil. Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Ich schätze, diese Reibe wird nie wieder etwas reiben. Gern geschehen, Schätzchen. Immer wieder. Darfst bei mir noch ganz andere Sachen reiben. Ja. Jetzt wird's pervers. Zum Innenhof. Ich weiß, was die Reibe macht. Ich kenne das jetzt. Ich durchschaue dieses Spiel langsam, aber sicher. Mit dieser Reibe und dem... Butter! Echt? Hier. Hey, nicht die Ruine abrubbeln! Oh, Maul. Das tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Was zum war? Aber jetzt war ich mir doch sicher, dass das hinhaut. Mit der Quaste kann ich dem Rost nichts anhaben. Genauso wenig könnte man Laura mit einem Wollknäuel aufhalten. Laura lenkt ihn doch gerade ab. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Okay, die Pilze kriege ich also wieder. Wenn ich jetzt wieder reingehe, müsste er erfolgen. Ihr wollt zurück? Ja. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, ist dieser Dicke dann nicht mehr da. Und genau das werde ich zu meinem Vorteil nutzen. Die Lösung ist so nahe. Jetzt. Was dampfende Reibe hier. Eindrucksvoll. So, jetzt ist ja die logische Folge daraus. Aua, mein Headset erdrückt meine Ohren. Wo war ich? Die logische Folge daraus ist jetzt, dass wir diesen Kloß... Hi. ...wieder mit rausnehmen müssen. Können Sie uns die... Was? Ja, dann... Möchten Sie... Ja, bitte komm. Folgen Sie mir! Und jetzt, wenn er draußen ist, sollten wir eigentlich auch mit seinem schizophrenen Ich sprechen können. Ah. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den Empfang auf? Pete kann man nicht mitnehmen. Er existiert nur in Steves Kopf. Sollst du ihn nicht mitnehmen, sollst du ihn ansprechen. Was war denn das früher für ein Innenhof? Wie bereits erwähnt, die... Hier haben die Leute auf ihre Audienz gewartet und Partys gefeiert. Der alte Pete hat dafür gesorgt, dass sie immer einen guten Tropfen zum Warmhalten hatten, wenn du verstehst, was ich meine. Audienz? Na, bei Okario Boe, dem Zweiten. Mhm. Erinnerst du dich an den Angriff? Warst du dabei, als es passiert ist? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja, reich an Weisheit. Die klügsten und ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Nun ja, alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Pete kann sich das bis heute nicht verzeihen. Ist das Tor der einzige Zugang zur Windkapelle? Ja, es ist der einzige Eingang. Aber nicht der einzige Ausgang. Da muss es aber... ein Ausgang ist auch ein Eingang.
Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Warte mal. Oh. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Ist doch besser so. Das Lied darf nicht gesungen werden. Ach, sei still. Und der Rest? Keine Ahnung. Hier ist die Akustik auch nicht so toll. Lass uns in die Windkapelle gehen. Dann fällt mir auch bestimmt der Rest wieder ein. Dachte, ich darf da nicht rein. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Ach, ich weiß nicht. Steve macht sich wieder ins Hemd. Oh, bitte. Ja, wir wollen das Lied hören. Na gut. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Wenn du doch endlich still wärst! Ah, hier. Das ist sehr verdächtig. Das ist runtergefallen. Damit haben wir jetzt auch Staub. War da nicht irgendwas mit Teig aus irgendwas machen und so? Oh, Rostflocken. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Was? Große Tür? Nein, die wollen wir nicht. Kannst du den mal nochmal ablenken? Hey, Laura! Kannst du ihn nochmal... Naja, mit den Ohrstöpseln. Viel Glück! Alles klar. Ja. Okay, jetzt... ist der Dicke nochmal abgelenkt. Jetzt wollen wir da irgendwas machen. Warum kann man die Schatulle nehmen, aber mit der Schatulle nicht rausgehen? Das ist doch auch schön. Das ist eine ganz verdächtige Situation. Nehmen wir sie einfach mal mit. So, jetzt nehmen wir mal das hier. Mein Kopf sagt, nicht essbar. Aber mein Herz sagt, Schokoflocken. Ah. Damit kann man nichts machen. Was war das? Was brauche ich da? Nektarinensaft? Für 1A Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Ja. Fein. Die nehme ich erst, wenn der Teig drinnen ist. Nein, jetzt. Das mach. Ich glaube. Das mache ich nicht. Oh, was ist denn die Lösung? Nein. Das könnte Spaß machen. Nein. Aber die Reibe ist ja schon kaputt. Oh. Aha. Die Schatulle legen. Er dreht. Ja, komm, leg er mal zurück. Leute, ich weiß die Lösung. Zumindest einen kleinen Teil davon. Ich muss zugeben, manchmal informiere ich mich nebenbei ein bisschen. Weil ich nun mal jetzt nicht stundenlang euch hier irgendwie langweilen will, sondern es soll ja weitergehen. Und ich keine 200 Parts von irgendwas machen will. Das sollte hinhauen. Okay. Jetzt müssen die in die Nähe, weil die Motten nehmen die Farbe von dem an, was in der Nähe ist. Zack. Und jetzt fliegen sie wieder weg. Wir brauchen was, damit das nicht abhaut. Dann lasst uns doch mal gucken. Gucker. Aber mir tut so ernst der Fuß weh, das ist nicht auszuhalten. Eine Kurbel, das ist neu. Wird ja nichts bringen jetzt. Ich kann doch nicht backen, wenn ich... Ja, das war jetzt irgendwie logisch. Hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ehrlich gesagt. Ja, ihr müsst entschuldigen, ich werde jetzt langsam auch ein bisschen müde.
Zeichen. Ich lasse sie einfach da hängen. Oh. Eine Stecknadel. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Ah ja. Und jetzt kann man da... Ha! Irgendwas kann man da jetzt bestimmt machen. Mit dem hier. Wusste ich's doch, wie es wusste. Das sieht jetzt aus wie eins dieser komischen Fliegen da draußen. Dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass wir jetzt Goldstaub bekommen. Ich glaube nicht, dass das... Nein, wieso denn nicht? Das kann ich nicht Shit. Das mache ich nicht. Ah, wieso nicht? Warum soll... Damit kann man nicht... Ich dachte jetzt eigentlich, dass das funktioniert. Warum soll... Kacke. Kacke. Vielleicht das Seil. Oh, das geht! Okay, Ah nein, das sind die Schokoflocken. Vielleicht das Nudelholz. Das wird nicht klappen. Und der Conroy... Kann ich dir den Conroy geben? Nein. Gästeausweis. Mit diesen Gästeausweisen dürfen... Oh, wie das... Wie man da voll basteln muss. Ja, das kommt jetzt so einer Fliege schon recht sehr ähnlich. Sie sind immer sofort wieder weg. Ich glaube nicht. Und jetzt? Nein. Kann ich jetzt das nicht? Sie sind abgehauen. Ich kann die Ausweise wieder rausnehmen. Warum? Nein, lass drin. Das muss jetzt da irgendwo hin. Oh je, oh je, oh je. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so recht. Es muss... Da hängt ein Seil dran. Festmachen kann man es nicht. Oh, ich hab's. Oder nicht? Das hat was mit dem... Ich hab's. Das muss damit was zu tun haben. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Das hat was mit dem Mauerstein zu tun. Da bin ich mir irgendwie ganz sicher... Das ist das Einzige, was irgendwie logisch erscheint. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Nein. Ich weiß nicht, was... Weiter kann ich den nicht reinhauen. Ja, aber den anderen doch. Von hier aus... Ah, von außen. Ich verstehe. Ich verstehe. Von außen nach innen, jetzt. So sieht's also aus. Los, hau drauf. Hadoken. Nummer eins. Von hier aus kann ich nicht... Okay, jetzt ist aber der hier immer noch draußen. Wie kriege ich den jetzt dann da? Gute Frage, nächste Frage. Warum machen die nicht eigentlich mal ein Spiel, wo man die Komplettlösung... Wo man gar nicht spielen muss, der läuft einfach durch und macht. So, hier hoch. Hier hoch. Wupp. Ach, der kommt da hoch. Brauche ich den anderen Stein gar nicht. Das ist ja jetzt... Das ist cool. Steht er da oben. Okay. Jetzt hupf mal hier hin. Von hier aus kann ich...
Nein, jetzt hupft er wieder runter, oder was ist da los? Nein, tu das nicht. Jetzt steht er da. Soll das Ich darf doch theoretisch noch gar nicht da sein, oder? Da sollte hier doch noch ein Stein bestimmt kommen. Das ist ja merkwürdig. Egal. Benutzt es jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Bug. Ein Bug, der weiterhelfen könnte. Ich kann die Ausweise wieder rausnehmen. Nein! Nein! Du Vogel! So, jetzt. Bastelei. Und jetzt. Das war doch jetzt gerade. Nee, es funktioniert also nicht. Das wird nicht klappen. Aber warum nicht? Ich habe den starken Verdacht, dass die vielleicht doch erst auf der anderen Seite sein müssen. Und dass man dann mit dieser gebastelten Fliege da was machen kann. Aber die sind ja automatisch rübergeflogen, als ich da hoch bin, oder nicht? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Mal ausprobieren. Geh mal dahin, mein Freund. Und jetzt geht er wieder rein. Und dann gehen wir mal da hoch. Ah, okay, die bleiben tatsächlich da. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt gehst du wieder in den Innenhof. Und jetzt haben wir goldene Ausweise. Gülden. Wuhu. Mürbe, Kekse. Du hast es nicht so drauf mit der deutschen Sprache. Macht aber nichts. Dann. Danke, Lau. Vielen Dank. Okay. Dann trenn das mal. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Frankenmotte. So, dann lass das mal wieder reingehen. Ah. So, und jetzt lassen wir den Bumper dick meine goldenen Ausweise sehen und dann müsste er uns weiterbringen. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen Ausweis? Oh ja. Natürlich. Bitte folgen Sie mir.